Herzlich willkommen auf dem Campus der TU Dresden. Wir stehen hier vor dem Komplex der Mathe- und Physikfakultät. Im Villasbau befindet sich die Mathematik. Der Treffsbau verbindet diese mit der Physik, welche sich im Recknergebau befindet. Lasst uns doch da mal reinschauen. Unsere erste Anlaufstelle ist das FSR-Büro. Hier findet ihr fast immer eine studentische Ansprechperson für diverse Probleme oder auch ein nettes Gespräch bei einer Mate. Gegenüber ist am späten Nachmittag immer der Lernraum Physik geöffnet. Hier möchten euch Studierende höherer Semester bei euren Aufgaben und Problemen unterstützen. Ein weiterer spannender Anlaufpunkt ist die sogenannte Kuschelecke. Ein Raum bestückt mit Couches, Tischen, Tafeln, Büchern, der perfekt zum Lernen, Kuscheln und Ecken ist. Falls ihr euch wundert, wozu diese vielen Türen gehören, die ihr den Gang säumend seht, einige sind Büros, viele davon gehören aber zu gut ausgestatteten Praktikumsräumen. Wie es darin aussieht, schauen wir uns aber ein anderes Mal an. Ich rede die ganze Zeit von Physikstudieren hier im Physikbau. Dabei waren wir noch nicht an einem der wichtigsten Orte hier. Gemeint sind natürlich die schönen Hörsäle hier im B-Flügel, im Treffsbau, im Villasbau, aber auch hier im Recknergebau. Fast alle der knapp 800 Studierenden der Fakultät Physik, von denen circa ein Viertel weiblich ist, haben hier schon einige Zeit verbracht. Die etwa 120 Erstsemester erleben in diesen Räumen ihre ersten schönen, aber auch viele Fragen aufwerfenden Stunden mit der theoretischen und experimentellen Physik. Da das Berufsbild von Physikern und Physikerinnen hauptsächlich von Datenanalyse und Programmieren geprägt ist, stehen unseren Studierenden zwei PC-Pults und ein Flügel zur Verfügung. Neben dem ganzen Studieren braucht man auch mal eine Pause. Die entspannte Atmosphäre der Treffswiese lässt einen sehr gut rumhängen, Frisbee spielen und manchmal auch ausgelassen feiern. Ein weiterer wichtiger Ort hier in der Fakultät ist das Prüfungsamt Physik. Gemeinsam mit den Prüfungsämtern der anderen Naturwissenschaften befindet es sich im Villasbau im A-Flügel. Wer Probleme mit der Prüfungsan- und Abmeldung, Noten und deren Übersichten und ganz vielen anderen Dingen, findet ihr hier kompetente Ansprechpersonen. Das war aber natürlich nicht alles. Denn zur Fakultät gehören auch noch die verschiedenen Institute. Hier kann man sich im Studium vertiefen und einen Einstieg in die Forschung finden. Wir sind nun am Ende des kurzen Rundgangs durch die Fakultät Physik angelangt. Vielleicht sieht man sich ja mal beim Sommergrillen der Fachschaft Physik. Bis dahin, macht's gut!